In dem heutigen Video geht es um den Anführer der Uniwa Banshu, Fukuro Kuyu. Welche Verbindung hat dieser zu Enel und Imu-sama? Viel Spaß mit dem Video, Leute! Im vorletzten Kapitel 931 haben wir den Anführer der Uniwa Banshu bekommen. Die Uniwa Banshu sind die persönliche Leibgarde bzw. loyale und krasse Agenten, die für den Shogun unterstellt sind quasi. Bei diesem Charakter ist was sehr, sehr Interessantes, und zwar hat er einen ziemlich langen Kopf und trägt eine Kleidung, die Anzeichen bzw. Ähnlichkeit hat zu Enel. Zudem trägt er eine Brille, was jetzt nichts deutlich Interessantes ist, aber er hat auch sehr, sehr lange Ohrläppchen, was auch eine kleine Referenz ist zu Enel, beziehungsweise zumindest vom Aussehen, weil Enel hat genauso lange Ohrläppchen. Zwar hat Tokurogyo einen langen Kopf, Enel zwar nicht, aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Und er scheint sehr, sehr intelligent zu sein, was echt interessant ist, finde ich. Könnte man vielleicht wegen seinem Kopf sagen, aber zu dem Kopf gehen wir auch gleich nochmal darauf ein. Aber erst einmal will ich darauf eingehen, was hat er denn mit Imu-sama zu tun? Also in meiner letzten Theorie, beziehungsweise in einer Theorie von mir über Imu-samas Geschichte und Herkunft, wo ich über ihn geredet habe, dass er das intelligenteste Wesen ist, beziehungsweise einer der intelligentesten Wesen wahrscheinlich, habe ich ja gesagt, dass er auch wahrscheinlich einen langen Kopf hat und vielleicht ein Alien sein könnte. Aber das mit dem Alien lassen wir jetzt erstmal weg, dazu will ich später was sagen. Alien ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber Imu-sama könnte halt daran angelehnt sein, habe ich in der letzten Theorie besprochen, könnt ihr auf jeden Fall abchecken, oben in der Infocard könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Und wie gesagt, was hier halt interessant ist, dass dieser Fukuro Kuyu auch so einen langen Kopf hat, was er wahrscheinlich Imu-sama eventuell auch haben könnte. Jetzt sind eine Theorie und eine Spekulation, trotzdem wäre hier auch die Verbindung. Und erst habe ich gedacht, könnte er vielleicht auch ein Alien sein wie Imu-sama, aber das glaube ich irgendwie nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, aber er sieht nicht wirklich aus wie ein Alien. Klar könnte er seine Gestalt ändern, weil es gibt Aliens, die sich verwandeln können, sowas gibt's immer auch wieder, das darf man nicht vergessen. So ein Aliens will ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber lasse ich jetzt erstmal weg. Es könnte einfach eine menschliche Rasse sein, die eine Kreuzung aus dem und dem sein könnte, oder weißt du, geiler was. Ich habe mir auch überlegt, was verrückt wäre, ich weiß, aber eine Kreuzung aus Alien und Mensch ist zwar sehr verrückt und abgespaced, aber wäre sehr interessant. Das heißt, theoretisch, Imu-sama könnte man jetzt auch umdrehen. Falls er kein Alien ist, wäre dann Imu-sama quasi eine menschliche Rasse, genau wie Fukuryu, wie Fukurokuyu. Ich kann den Namen überhaupt nicht aussprechen, sorry dafür auf jeden Fall. Sehr, sehr schwieriger Name. Ich nenne ihn jetzt einfach Fuku. Auf jeden Fall könnte diese Verbindung zwischen denen sein, und so könnte man sagen, okay, Imu-sama ist auch quasi ein Mensch, beziehungsweise eine Kreuzung aus Mensch und irgendeine andere Rasse oder komplett eigene Rasse oder einfach ein Mensch mit so einem Kopf. Aber ich glaube eher, oder was echt krass wäre, so eine Kreuzung aus Alien und Mensch wäre echt verrückt. Und Alien sind ja meistens immer viel intelligenter, und dazu kommen wir auch gleich noch. Und zwar zu Vegapunk will ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar ist der Vegapunk 500 Jahre voraus. Und das ist nicht ohne Grund so, finde ich. Manche sagen, okay, er ist einfach ein schlauer Mensch. Ich dachte am Anfang auch eher so ein Alien oder dann auch sowas, ähnliche Rasse wie jetzt Fukuryu und Imu-sama laut dieser Theorie. Aber das Problem ist, dass ein Vegapunk aus der Insel Karakuri kommt, so eine Schneeinsel, scheint eine ganz normale Insel zu sein. Aber trotzdem könnte er irgendeine gewisse Rasse haben, darf man trotzdem nicht vergessen, finde ich. Und wir haben bis jetzt auch nie Vegapunks Kopf gesehen, also wir haben immer nur seinen Unterleib gesehen, das ist auch vielleicht ein Indiz, dass er auch so einen Kopf hat wie Imu-sama und dieser Fukuryu. Wäre interessant, finde ich, so könnte man vielleicht erklären, warum diese so krass intelligent sind, aber ich glaube, es liegt nicht nur daran, ich denke, es wird schon Unterschiede geben. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieser Fukurokuyu jetzt so krass schlau ist in dem Gebiet wie jetzt ein Vegapunk. Vegapunk ist halt wissenschaftlich sehr, sehr weit fortgeschritten, weil er sich darauf spezialisiert hat und vielleicht darüber Kenntnisse hat, vielleicht von seinen Eltern, weil sie Aliens waren oder sowas. Muss aber nicht sein, Leute, das ist ganz wichtig, ich will nur rumspekulieren. Ich glaube jetzt, ich kann jetzt nicht genau sagen, okay, das ist ein Alien, das und das. Das kann einfach eine komplett normale Rasse sein, die halt eine genetische Vererbbarung hat oder sowas. Das ist, wollte ich nur mal in den Raum werfen, weil es halt mit Imus nochmal halt gegeben war. Und dann haben wir natürlich so einen Fukuryu, der zwar schlau ist, aber halt nicht wissenschaftlich krass begabt ist. Und dann haben wir vielleicht einen Imu-sama, der wissenschaftlich auch was drauf hat oder krass ist, aber auch, wie laut meiner Theorie, halt an sich intelligent, und deswegen konnte er auch seinen Tod vortäuschen etc. Finde ich ganz interessant. Und dieser Fukuryu wird noch ganz, ganz interessant, glaube ich. Also wir werden von dem noch einige Geheimnisse erfahren. Jetzt kommen wir noch zu Enel, darauf wollte ich auch noch ganz kurz eingehen. Und so hat Enel auch diese drei Zeichen, die von dem Donnergott Raijin sind, also diese Zeichen, die er auf der Trommel hat. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass Enel gar kein Himmelsbewohner ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und zwar war er ja der selbsternannte Gott. Das ist natürlich die Frage, wenn er auch zu diesen Typen gehört, was ich aber jetzt nicht glaube. Ich glaube, die Oden haben damit, glaube ich, nicht so viel zu tun.
Es könnte einfach nur eine Parallele von Oda sein, weil er sich daran einfach so ein Design haben wollte. Ich glaube jetzt nicht, dass Enel krass was damit zu tun hat. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass Enel an den Raijin-Gott angelehnt ist. Und dieser Fukurokuyu ist in Wirklichkeit einer der sieben Glücksgötter. Also das heißt, es ist auch ein Gott. Und Imo-sama ist ja an Imhotep angelehnt. Und Imhotep wurde in der Neuzeit als Heilgott verehrt. Das heißt, wir haben hier drei Götter quasi. Einmal den Glücksgott, dann haben wir Imhotep, Heilgott und noch Enel, den Raijin-Gott quasi, also Gott des Donners. Finde ich sehr, sehr interessant. Und Fukurokuyu bedeutet ja auch sowas wie Glück oder Reichtum und halt aber auch langes Leben. Also auch sehr interessant, gerade dieses Langlebigkeit. Wenn man Imhotep ist, wahrscheinlich auch unsterblich. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn dieser Fukurokuyu auch unsterblich ist. Also ganz ehrlich, würde mich jetzt nicht wundern, woher die das haben, warum die unsterblich ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Enel unsterblich ist, das glaube ich einfach nicht. Aber Enel hat halt eine Verbindung, weil er auch einen Gott angelehnt ist. Muss nicht sein, dass er mit denen eine Verbindung hat, aber wollte ich mal trotzdem einwerfen. Enel scheint vor allem auch schlau zu sein, denn er hat es geschafft, die Arche Maxim zu bomben. Was man echt nicht außer Acht lassen darf, weil die Arche Maxim ist ein fliegendes Schiff, was man in One Piece auch nicht so oft sieht. Das heißt, er ist technisch auch gar nicht mal so dumm und hat schon eine gewisse Intelligenz, die man nicht vergessen darf. Ist schon ziemlich weit auch fortgeschritten, wenn er eine Arche Maxim bauen kann. Ist auch ein sehr entscheidender Punkt, warum er was mit Imo-sama und Fuku zu tun haben könnte. Mir ist auch noch kurz was eingefallen, und zwar zu Enel. Warum kann er denn auf dem Mond atmen? Manche würden sagen, es ist wegen seiner Frucht oder sowas, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Wäre halt auch krass, wenn dann Enel auch eine Kreuzung aus einem Alien und einem Mensch ist. Finde ich, wäre interessant, aber ist halt zu spekulativ. Aber so könnte man vielleicht erklären, warum er im Mond oder im Weltraum atmen kann, aber da könnte auch was mit der Frucht zu tun haben, aber glaube ich aktuell nicht. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Grund. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr interessant, dass diese drei an diese Götter angelehnt sind. Klar haben wir auch so Charakter wie Sengoku, der auch einen Gott angelehnt ist, sowas, also Buddha quasi. Trotzdem wollte ich das mal erwähnen. Aber das mit Enel ist jetzt nur so eine kleine Idee, der hat jetzt damit nicht so viel zu tun. Trotzdem interessant, dass die beide so lange Ohrläppchen haben, was ich schon sehr, sehr lustig finde. Was aber mir gerade einfällt, was am besten Sinn macht, warum dieser Charakter so an Enel angelehnt ist, dass man das Oda damit spielen will, nur ein kleines Vorstellungen raushauen will, dass Enel doch noch auf Wano kommt. Das ist natürlich auch die Variante, die sogar noch viel wahrscheinlicher ist, finde ich. Also ihr merkt, dieser Fuku, nenne ich ihn jetzt mal, und Enel haben schon eine interessante Verbindung vielleicht. Also ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Was ich noch ganz kurz zu Fuku nochmal sagen wollte, ist noch, das, wo wir ihn zum ersten Mal gesehen haben hinten, also die Schattierung, sein Silhouette, sah der echt auch stark nach Imo-sama aus, muss man einfach sagen. Ob das beabsichtigt ist von Oda oder uns einfach noch verarschen will, keine Ahnung. Fand ich aber trotzdem sehr interessant und erwähnenswert. Das war's eigentlich mit der kleinen Theorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen anderes Video. Fand diesen Charakter eigentlich ziemlich interessant. Viele finden den jetzt nicht so interessant, aber ich finde, man sollte dem auf jeden Fall ein Auge behalten. Der wird noch sehr, sehr wichtig sein, denke ich. Stark wird er, denke ich, jetzt nicht sein, aber sehr intelligent. Also generell in Wano sind es eine der interessantesten Charaktere, diese Ninjas und die Uniwabanshu und halt dieser Fuku sind sehr, sehr interessante Leute. Gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Anime-Banger. Put some ice up on that bitch. Okay. Hey, shit, boy, your D in the kitchen. What?